Heute zeige ich mal kurz, was das mit dem OneDrive von Microsoft Office auf sich hat. Und zwar wurde ja, wenn man Microsoft Office installiert hat, die Version 2013 oder Office 365, dann ist es so, sobald man ein Dokument hat, kann man das speichern im sogenannten OneDrive-Verzeichnis. Das ist ja ein Cloud-Verzeichnis. So, wenn ich jetzt ein Dokument habe, Test Cloud, und möchte dieses speichern, dann sehe ich als hier, dass ich mein OneDrive persönliches Verzeichnis habe, in das ich was reinspeichern kann. Und es gibt noch weitere Ordner und auch den lokalen Speicher. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Speicher? Wir speichern hier mal was, ja. Sagen wir mal hier Testverzeichnis, Test Cloud. Und zwar Benutzer, Besitzer, OneDrive, Test. Und man sieht das auch jetzt auf der linken Seite im Ordnerverzeichnis, dass es hier ein OneDrive-Verzeichnis gibt. Und was mir jetzt hier persönlich wichtig ist, ist zum Zeigen, dass man hier in dieser im sogenannten System Tray, das ist das kleine Symbol, was man rechts unten sieht, da hat man zwei Ikonen drauf, Icons. Und zwar eins, das speziell für dieses OneDrive-Verzeichnis ist, das bildet sich dann quasi ein Netzwerkverzeichnis, ein Verzeichnis, auf das man zugreifen kann, wie auf eine Festplatte, und ein kleines Office Upload Center. Diese zwei Icons, die werden automatisch gestartet, wenn man den Rechner startet. Also die sollte man eigentlich nicht ausschalten, die laufen als Task, als solches mit. Und die haben ihre Funktionalität, sobald man im Office den Cloud-Speicher benutzt. Office, wenn man das Office-Abo hat, Office 365, dann kriegt man automatisch 1 Terabyte Speicher, was ja sehr viel ist, als Cloud-Speicher. Und da kann man normal eigene Sachen lagern. Und wenn man hier auf diese Icons klickt, mit der rechten Maustaste sieht man, kann man den Speicher verwalten oder man kann mal nachgucken, was habe ich da eigentlich. Und sobald ich reingehe, kommt er auf dieses OneDrive Live-Verzeichnis und sehe ich, was ich selber noch als Speicher verfügbar habe. Ich befinde mich jetzt in der Cloud, also ich befinde mich jetzt natürlich bei Microsoft irgendwo auf dem Rechner und da ist mein Managed Storage. Und ich sehe, ich habe 1 Terabyte Speicher frei. Könnte man noch zusätzlich Speicher holen, kaufen als solches, aber das ist der zusätzliche Speicher zum Kaufen, der ist relativ teuer. Also, wenn ich das mal zusammenrechne, wenn ich das mal 5 nehme, dann 5 mal 4 haben wir 20 Euro und 10 Euro kostet nur das Monatsabo und das ist eine monatliche Gebühr. Das reicht also, wenn man normalerweise Office nimmt und dann sich den Speicher quasi dazu nimmt, der automatisch mit dabei ist beim Office-Abo, zurzeit zumindest im Jahr 2015. Wenn ich nochmal auf dieses Icon klicke, und zwar mit der direkt draufklicken, dann sieht man, da steht drauf, OneDrive ist aktuell. Jetzt habe ich einen OneDrive-Ordner als solches. Und man sieht hier, da ist so ein kleines Cloud-Verzeichnis drauf, so ein Symbol als solches, als Icon. Und ich befinde mich auf dem Computer, auf meiner C-Platte, das nennt sich Roaming als solches, und jetzt vom Benutzer, das bin ich, der Besitzer, und da habe ich in meinem Besitzerverzeichnis, also ich selber mir zugeordnet, ein Drive-Verzeichnis. Das ist hier C-User-Besitzer OneDrive. So. Wenn ich diesen Cloud-Speicher, diesen Internetspeicher benutzen möchte, dann kann ich eigentlich auch, das ist quasi so eine Art Box, wo man was reinwerfen kann, da kann ich auch ganz normal Dateien reinwerfen. Wenn ich jetzt mal irgendwo aus einem temporären Verzeichnis was nehme und werfe das rein und kopiere es mit rein, da sehe ich zwei so kleine Symbolchen dazu, ja. Und diese, wenn man jetzt dann in dieses Outlook, in dieses Upload-Verzeichnis reingeht, in dieses Center,
dann sieht man eigentlich, dass er hier zwei Dateien hat, die er, oder mehrere Dateien hat, die er gerade hochlädt. Und jetzt sieht man hier auch schon, das Icon ist jetzt hier aktualisiert. Und dieses Unter-Icon, das müsste auch gleich aktualisiert sein. Upload hier, ausgehende Dings. Und jetzt, hoppala, jetzt sind die aktiv. Und jetzt kann man sich eigentlich in dieser Cloud, wenn man hier reingeht, rechte Maustaste, wenn man sagt, wechsel mir mal auf mein, nicht das hier, sondern wechsle mir in meinen Internetspeicher auf meine 2 TB, die ich im Internet zur Verfügung habe. Dann sehe ich hier meine 2 Dateien, die ich habe, ganz normal in einem synchronisierten Laufwerk. Das heißt also, ich kann hier ein komplettes Backup ziehen von meiner Festplatte und kann diese Festplatte komplett hier raufspiegeln in einem Ordner als solches. Das ist der Vorteil von dieser Cloud-Version. Man kann also eigene Sachen speichern, aber man kann auch quasi sich die Sicherungen sparen, die man eigentlich sonst immer lokal halten muss. Und wenn man eigene Festplatte hat oder so und die Festplatte brutzelt ab, so wie es mir auch schon mal passiert ist, dann hat man es doch leichter hier auf dem Speicher. Also ich empfehle das eigentlich, mit diese 1 TB zu nutzen. Ich habe wenn ich mein Netzwerk zu Hause betrachte, bei meinem Rechner, da ist es, wo haben wir den schönen Computer? Jetzt also ganz normales Homeoffice. Wenn ich da mal nachschaue, habe ich jetzt 800 GB, habe ich nur frei von 1,2, eher 1,2 TB verbraucht. Da sind riesige Datenmengen drauf. Aber hierzu könnte man, wie gesagt, diesen Speicher benutzen. Hat man immer eine Sicherung, dann ist es egal, ob zu Hause das ganze Ding abbraucht.